Montana. Big Sky Country. Der Treasure State. Die Menschen haben viele Namen dafür. Für mich ist es mein Zuhause. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Es ist immer noch unglaublich schön. Vielleicht haben wir deswegen nicht gesehen, wie hässlich diese Leute waren. Guten Tag, Bruder. Du verstehst es nicht. Wir alle hielten diese Gruppe für lächerlich. Sie waren anders. Religiös. Militant, es war eine gottverdammte Sekte. Der Kollaps steht bevor, meine Kinder. Zuerst kauften sie alle Farmen weit und breit. Dann den Radiosender. Und schon bald gehörten ihnen sogar die verdammten Cops. Eine Art souveräner Religionsstaat. Und zwar gleich hier. Vor unserer Nase. Niemand wird uns helfen. Die Regierung kümmert sich einen Scheiß. Wir sind Gott allein. Gott verlangt, dass wir die verlorenen Seelen retten, ob sie Rettung wollen oder nicht. Die Menschen wollen nicht glauben, dass solche Gruppen existieren. Die Leute haben Angst, Mann. Und einige wollen uns schaden. Einige wollen alles zerstören, was wir uns hier aufgebaut haben. Und einige werden uns verraten. Wir wissen nicht, zu was er fähig ist. Wer? Ihr Anführer. Joseph Seed. Sie nennen ihn den Vater. Und die in der Außenwelt sind blind. Sie haben keinen Glauben. Sie haben kein Vertrauen. Bitte nein, 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 nein! Ich zwinge sie zu sehen. Manchmal ist es besser, es gut sein zu lassen. Ja, nun, die Gesetze gibt es nicht ohne Grund, Sheriff. Und Joseph Seed wird das auch begreifen. Brad, ich brauche Verbindung zur Leitstelle. White House an Leitstelle, over. Ja, ich höre. Wir nähern uns dem Anwesen, Nancy, over. Roger, Sheriff. Wollt ihr das wirklich durchziehen? Over. Wir, unglücklicherweise, versuchen wir immer noch, den Marshall zur Vernunft zu bringen. Over. Alles klar. Er hat Glück, dass ich nicht da bin. Lasst mich wissen, wenn es Probleme gibt. Over. Verstanden. Over and out. Vielleicht hätten wir lieber Nancy mitnehmen sollen als den Neuen. Vor ihr hätten die Peggys Angst. Fred! Warum nennt ihr sie immer Peggys? Project at Eden's Gate, PEG, Peggys, so nennen sie die Einheimischen. Ja, vor ein paar Jahren fing alles ganz harmlos an, aber jetzt sind sie bis an die Zähne bewaffnet. Und zu allem bereit. Höre ich da Angst, Sheriff? Da wären wir. Das Anwesen ist unter uns. Das ist gut, Gütiger. Ach, das ist eine schlechte Idee. Letzte Chance, Marshall. Wir gehen rein. Bring uns runter. Brad, hab verstanden. Oh Gott. Können wir wohl alles dran hier. Leitstelle, bitte melden. Ja, Sheriff, ich höre. Wenn du in 15 Minuten nichts gehört hast, schick jeden Mann, wenn nötig, auch die Nationalgarde. Over. Jawohl, Sheriff. Ich werde für euch beten. Aufgepasst! Drei Regeln. Zusammenbleiben, Waffe im Holster lassen und ich übernehme das Reden. Verstanden? Verstanden? Rookie! Alles klar, Leute! Aufpassen! Los geht's! Na,
raus. Er wird in der Kirche sein. Bleibt an mir dran. Augen auf. Diese Leute kriegen leicht mal einen Schreck. Rookie, zu mir. Deswegen bin ich auch nicht so. Was wollen die denn hier? Ganz ruhig. Bleibt alle ganz ruhig. Nicht machen. Macht einfach euer Ding. Das hier geht euch nichts an. Sheriff, mir gefällt das nicht. Alles in Ordnung, Hudson. Alles ist in Ordnung. Grundgütiger, ihr tragt alle Dienstmarken, oder? Ja, hier draußen haben sie nicht viel Respekt vor Dienstmarken. Meine Waffe werden sie respektieren. Man kann nicht jedes Problem mit einer Kugel lösen, Marshall. Das ist doch. Wir wollen sowas hier nicht sehen. Was war das hier? Mein Vater macht schon was. Oh, Marsha. Wir machen das hier auf meine Weise. Ruhig und besonnen. Verstanden? Na schön. Hudson an die Tür, deck uns den Rücken. Lass keinen dieser Leute hier rein. Rookie, folge mir. Und du? Mach einfach keine Dummheiten. Ganz ruhig, Sheriff. Du wirst deinen Namen bald in der Zeitung lesen. Schon werden. Etwas kommt auf uns zu. Ihr spürt es, oder? Dass wir auf den Abgrund zusteuern. Und dass der Tag der Abrechnung kommt. Deshalb haben wir das Projekt begonnen. Weil wir wissen, was als nächstes geschieht. Sie werden kommen. Sie wollen uns alles abnehmen. Unsere Waffen. Unsere Freiheit. Unseren Glauben. Aber wir lassen sie nicht. Sheriff, nur los. Weder wird uns ihre Gier, noch ihre Unmoral, noch ihre Verdorbenheit je wieder Schmerz zufügen. Sheriff, es wird dran. Keine Schmerzen mehr geben. Nur ein Scheiß drauf. Joseph Seed. Ich habe hier einen Haftbefehl gegen Sie. Wegen des Verdachts auf Entführung mit dem Vorsatz der Körperverletzung. Nun, treten Sie vor und lassen die Hände da, wo ich Sie sehen kann. Nein. Da sind Sie ja. Die Schlangen in unserem Garten. Und Sie holen mich. Sie kommen, um mich euch wegzunehmen. Sie kommen, um zu zerstören, was wir aufgebaut haben. Einen Moment! Nehmen Sie die Hand von der Waffe! Abwarten und ruhig bleiben! Ganz ruhig! Jetzt beruhigen wir uns! Wir wussten, dieser Tag kommt. Wir sind darauf vorbereitet. Geht. Los. Gott wird das nicht zulassen. Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat. Und ich hörte eines der vier Wesen sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm und sieh! Treten Sie vor! Und ich sah. Und siehe. Ein fahles Pferd. Und die Hölle zog mit ihm einher. Rookie. Leg den Mistkerl Handschellen an. Gott wird das nicht zulassen. Enter oder? Ja. Manchmal ist es das Beste, es gut sein zu lassen. Ubisoft präsentiert. Gehen wir. Wir müssen verdammt nochmal hier raus. Marshall, geh vor, wir bleiben rechts. Okay. Wir lassen das nicht zu. Bleib auf dem Pfad, Rookie!
Lässt nicht zu, dass ihr mich mitnehmt. Bitte. Ich muss wissen, was da los ist. Haltestelle? Oh mein Gott. Hier ist alles in Ordnung. Niemand muss angerufen werden. Seiner Liebe beschützt. Alles entfaltet sich gemäß Gottes großem Plan. Ich bin immer noch hier bei euch. Das erste Siegel wurde gebrochen. Der Kollaps hat begonnen. Und wir nehmen uns, was wir brauchen. Und wir bewahren, was wir haben. Und wir töten alle, die sich uns in den Weg stellen. Und die Boten des Untergangs werden die Wahrheit erkennen. Wir müssen raus. Lass die Ernte beginnen! Wir müssen sofort raus. Shit, raus, raus, komm, komm. Scheiß Gott. Ich hab keine Ahnung, wo wir hinrennen. Gucken. Kommen die? Oh ja, die kommen. Alles klar.
Okay, das kennen wir schon aus Far Cry 4. Und ich weiß bloß nicht, wo wir jetzt überhaupt hin sollen, weil irgendwie haben wir auch keine... Ich glaube, die kommen immer noch hinterher. Oh. Die sind da hinten immer noch im Wald. Durch den Wald mit? Nee, ne? Ich weiß es nicht. Die schreien auf jeden Fall hin, ne? Ich sollte 8 Stunden Schlaf kriegen, anstatt im Dunkeln herumzutappen. Es ist gefährlich, wenn man nichts sieht. Können wir uns eigentlich schon hinlegen? Da ist doch irgendein Punkt, ne? Da? Oh, was kann man hier machen? Geh, ha, ha. Wir haben einen Berg an Ausrüstung angehäuft. Mehr als wir je brauchen werden. Wir müssen Jacob stolz machen. Was? Da ist einer. Holy shit. Okay, die Knifte wäre auf jeden Fall zu laut. Wir nehmen uns von den Sündern, was wir brauchen, damit wir überleben können. Ist klar, plündern. Munition. So, haben wir schon eingesammelt dann schon. Können wir hier rein? Nein. Ich weiß jetzt nicht, wo das andere Typ ist. Das eine ist hier drin gewesen, aber wo ist der andere? Wo müssen wir überhaupt hin? Zum Wohnwagen.
move.